Wie schön das hier ist. Was kommt denn jetzt? Willst du wieder runter? Für deine Füße zeigen. Sehr gut. Die jetzt hier so wieder runter schlucken. Aber das ist, glaube ich, technisch schwierig. Kannst du auch vor der Kamera nicht machen. Kann man nicht im On vor der Kamera nicht machen. Nee. Aber ich gehe mal nach hinten gucken, was hier noch so ist. Oh! Wow. Da wird's noch schärfer. Es gibt Momente im Leben, da fragt man sich, was machst du hier eigentlich? Marlene Lufens Füße sind auf meiner Schulter und sie erleben jetzt gleich einen Moment, der eigentlich nur schief gehen kann. Wir wollen die Sommer... Warte. Ich musste mich erstmal so... Warte. Oh Gott, Jesus Christ. Lass mich erstmal ganz kurz... Komm her erstmal ruhig, ich unterstütze dich erstmal. So. Jetzt, komm. Jetzt Bauchmuskel. Oh. Jesus Christ, ist das anstrengend. Ja, mein also Rücken, da fragt man, wer jetzt hier nun besser unterwegs mein ist. Mein Rücken ja? ist gerade gebrochen Ich kann sogar worden. Mit den Füßen wackeln. Können wir kurz die Sanitäter holen, die Malteser Hilfsdienst oder so? Du kannst doch nicht auf einen sterbenden Menschen draufhalten, Aki. So, und jetzt... Jetzt soll noch mal einer sagen, wer ist das starke Geschlecht? Ja, ich habe mich ja dazu entschieden, dich gut aussehen zu lassen. Ich Selbstverständlich. Könnte, wenn ich du wollte. Bist ein Gentleman, so ist ja. es natürlich. Ich mache einfach mal weiter, weil ich habe wirklich seit ungefähr 3 Wochen keinen Sport mehr gemacht. Kann ich doch eigentlich wenigstens mal bei der Arbeit machen. Das ist uns allen aufgefallen, deswegen haben wir diese Aktion hier gemacht. Wir wollen aber noch über die... Mein Rücken tut wirklich weh. Ist auch was für Fußfetischisten, Frühstücksfernsehen. Jetzt endlich ist es soweit. Wir kommen zu einem weiteren wichtigen Beitrag. Und zwar gibt es eine Brasilianerin, die hatte schlimme Verletzungen. Brandwunden und hat dann in Ermangelung von vernünftigem Wundmaterial eine Fischhaut draufgelegt, hat sie 3 Wochen draufgelassen, dann hat sie es abgemacht und festgestellt, die Haut war picobello. So, und da haben wir gesagt, das geht doch auch bei den Alltagssachen, oder? Man kauft sich einfach Fischhaut, dann geht man auf den Strandurlaub und wenn der Sonnenbrand kommt, legst du halt auf die rote Haut Fischhaut. So haben wir uns das vorgestellt.